Mit einem Sieg kann Waldhof Mannheim weiter Richtung Aufstiegsplatz springen. Die Unterstützung ist da, das Karl-Benz-Stadion mit mehr als 8000 Fans außerordentlich gut gefüllt. Mannheim in Blau-Schwarz und gleich mit viel Schwung nach vorne. Laurent schickt Winkler, Martin Winkler gut gemacht. Allerdings in der Mitte kein Mannheimer dabei, dennoch erste gute Aktion. Die vor allem zu Hause richtig starken Mannheimer 11 von 13 Spielen wurden gewonnen. Tolle Bilanz für das Team von Trainer Christian Neidhardt. Der FC Ingolstadt, Tabellenelfter, auch sie verstecken sich nicht. Mannheims Schlussmann Jan-Christoph Bartels, das sieht nicht gut aus. Da kommt Tobias Bech. Klasse Möglichkeit für die Gäste. Der Däne mit toller Technik. Bartels macht seinen Fehler wieder gut. Ingolstadt nach einer Viertelstunde mutiger. Patrick Schmidt nimmt sich ein Herz aus eigener Hälfte. Immer noch Schmidt, weiter, immer weiter. Arjan Lugicki, Mannheims Alexander Rossipal, der Retter in höchster Not. Glück für den Waldhof, die Schanzer in dieser Phase das bessere Team. Die Mannheimer weiter mit einer Auszeit. Die Gäste forsch. Fehler Segert, Patrick Schmidt. Schmidt scheitert an Bartels. Ganz dickes Ding für Ingolstadt. Beste Gelegenheit bislang für die Gäste. Jan-Christoph Bartels im Tor der Mannheimer. Seine Fingerspitzen halten die Null. Gut eine halbe Stunde ist mittlerweile rum. Mal wieder Mannheim mit Martinovic. Der setzt sich durch gegen zwei. Berkan Taz und da kommt Bentley Baxter-Bahn. Und der passt. 32. Minute. Mannheim liegt vorne durch einen echten Hammer. Die Vorarbeit durch Dominik Martinovic. Er kann sich durchsetzen, dann erst Berkan Taz, aber Bahn steht noch besser und voller kann man einen Ball nicht treffen. Die Führung der Waldhöfer zu diesem Zeitpunkt ein wenig überraschend, aber dafür auch richtig schön. Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause. Der zweite Durchgang, Mannheim gleich im Vorwärtsgang. Berkan Taz am zweiten Pfosten, Martinovic, was hat er vor? Ingolstadt dazwischen und da ist erneut Bentley Baxter-Bahn. Diesmal aber ohne Ergebnis. Aber Mannheim bleibt dran. Wieder der starke Taz. Auf Martinovic, Dominik Martinovic. Er behält den Überblick. 2:0 Mannheim, 54. Minute. Dominik Martinovic, sein 8. Saisontreffer, vorausgegangen der tolle Steckpass von Berkan Taz. Mannheim auf einem richtig guten Weg zum 12. Heimsieg. Nur 2 Minuten später Eckball für Ingolstadt. Die Gäste haben sich noch lange nicht aufgegeben. Und da ist der Anschluss. Nur noch 2:1, Torschütze für die Schanzer, die Nummer 9, Patrick Schmidt. Saisontor Nummer 4 für den Stürmer, die letzte halbe Stunde ist wieder richtig spannend. Und die Mannheimer wollen die Entscheidung. Guter Seitenwechsel, der eingewechselte Baris Ekincir, das könnte es werden, Ekincir, nein! 2 Minuten ist er auf dem Platz, die Gelegenheit ist da, Ekincir verpasst. Das dritte Tor für Waldhof Mannheim. Noch 2 Minuten regulär. Thomas Pledel in der Mitte. Daniel Keter-Rühl. Ekincir kommt zu spät, aber es gibt Strafstoß. Dazu gelb für Ingolstadt. Smiduka bei seiner Drittliga-Premiere. Der Stoß gegen Rühl. Elfmeter würdig. Bentley Baxter-Bahn. Hat er die Nerven? Er hat sie, 88. Minute, 3:1 Mannheim. Aber es geht noch weiter. Diesmal Ingolstadt,
Justin Butler. An allen vorbei, nur nicht an Valmir Süleymani. Wieder schafft Ingolstadt den Anschluss. Nur noch 2:3, die 90. Minute. Süleymani, ehemals bei den Waldhöfern, macht es nochmal spannend. Die Nachspielzeit. Adrian Malachowski, der Weg ist frei zum 4:2. Doch da kommt Dominik Franke mit der Sense. Ganz klare Sache, Notbremse. Dafür muss es die rote Karte geben. Ingolstadt, die letzten Sekunden nur noch zur 10. Doch kurz danach war Schluss, die Waldhöfer jetzt auf Rang 3 der Tabelle. Aber der SC Freiburg als zweite Mannschaft kann nicht aufsteigen. Deswegen sind die Mannheimer auf einem direkten Aufstiegsplatz.